einfach scharf, erster Pfosten, ich mache den Ball jetzt rein. Ja, das ist richtig. Man hat das einfach super gemacht, wie ein Stürmer. Und damit moin und herzlich willkommen zu Werder TV Insight nach dem 1:1 in Leverkusen mit diesem stürmermäßigen Tor von unserer neuen falschen Neun. Ich würde sagen, da feiern wir Ömer jetzt einfach ein bisschen für, oder? Oh. Keine falsche Bescheidenheit. Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, das ist richtig. Außerdem, lieber Ömer, soll man die Tore feiern, wie sie fallen. Und das kommt ja auch nicht allzu oft vor. Ja, es ist wirklich eine lange Zeit. Und ich glaube, das letzte war auch auf dieses Tor. Offensiv wie defensiv scheint, dass das Tor mir liegt. Ich bin froh, dass es endlich wieder geklappt hat. Schade, dass wir keine 3 Punkte mitgebracht haben. Ja, stimmt. Am Ende ist das dann vielleicht nicht perfekt gelaufen, aber wir haben gesehen, unsere Verteidiger haben einfach den Torriecher und den kann man dann auch vor dem eigenen Tor schwer abstellen. Ja, das ist richtig. Also, das wäre jetzt eigentlich die perfekte Überleitung zu Lena Pauls Kacktor des Monats. Ach nein, ey. Okay. Dann zeigen wir euch die Übergabe dieser kloreichen Trophäe eben später. Bleiben wir erstmal in Leverkusen. Und Kevin Möwald hat sich die Niederlage gegen Union Berlin letzte Woche noch vom Sofa aus angeschaut und haben danach gesagt, das hat jetzt nicht nach Kaviar geschmeckt. Wonach hat denn der Punkt heute gegen Leverkusen geschmeckt? Er schmeckt deutlich besser. Ich glaube, unser taktischer Plan heute, auch wenn es nicht gut aussah, wenn er nicht immer schön aussah, aber der ist komplett aufgegangen. Wie gut einem das dann am Ende schmeckt, das sollte jeder am besten für sich selbst entscheiden. Uns schmeckt aber auf jeden Fall, dass Sky-Kollegin Esther Sedlacek anscheinend Werder TV Insight schaut. Und das wiederum spricht ja für ihren guten Geschmack. Ja, und das Ergebnis? Da lässt sich unterm Strich doch eigentlich nur sagen, so ein 1:1 in Leverkusen ist doch für mich ein hochverdienter Punkt für uns, den wir uns mit einer sehr disziplinierten Leistung erarbeitet haben. Hinten diszipliniert und vorne in dieser einen Aktion perfekt abgestimmt. Taken by Augustinsson here, and what a chance! Look who has scored! Ömer Toprak against his former club! And he wasn't picked up! Serious questions must be asked about the lack of defending. But that is what Bremen wanted. They popped up at a set piece. And an unlikely goal scorer in Ömer Toprak. Das war kurzfristig abgesprochen mit Ludde. Als er rüber ist, habe ich zu ihm gesagt, Ludde, einfach scharf, erster Pfosten, ich mache den Ball jetzt rein. Der Ball kam genau dahin und so wird reingebracht. Ja, das ist richtig. Wir haben natürlich unsere Zielraum von der Eckballe und die Freistoße. Aber er hat gesagt vorher, flankt auf den nächsten Pfosten, ich gehe da. Und ja, ich habe das gemacht und ja, war ein schönes Tor. Und Ömer hat das einfach super gemacht, wie ein Stürmer. Also ein Verteidiger mit so einem Torriecher, da könnten wir Ömer doch glatt mit aufnehmen in die große Wette zwischen Marco Friedl und Theodor Gebrselassie. Oh. muss ich mit den zwei sprechen, aber ich bin gerne bereit, so eine Wette einzugehen, klar. Perfekt, dann Hand drauf, dann wird das jetzt zum großen Dreikampf Team Marco gegen Team Theo gegen Team Ömer. In die Wette einsteigen? Ja. Nein, wird er nicht. Ich lasse das nicht zu. Nee, das lasse ich nicht zu. Ach komm, Marco, höre ich da etwa Angst raus? Man muss auch zu meiner Verteidigung sagen, heute war ich ganz hinten, auch bei den Standards. Deshalb bin ich froh, dass dann der Ömer getroffen hat und nicht der Theo. Ja, gut. Dann bleibt es halt bei Theo gegen Marco. Ömer kann ja außer Konkurrenz mitmachen. Am Ende freuen wir uns ja sowieso über jedes Tor. Nee, das lasse ich nicht so. Doch. Manchmal freuen wir uns sogar über Kacktore. Ich übergebe Lena jetzt gleich den Titel Kacktor des Monats. Den hat sie nämlich gewonnen und so fängt das Jahr ja schon gut an. Es wird viel drüber gelacht, da freut es mich natürlich, dass ich anderen damit eine Freude machen konnte. Ich habe es akzeptiert und kann mittlerweile auch drüber lachen und andere auch, deswegen ist es alles ganz gut. Ja? Hallo Lena. Ach nein, ey. Ein Einmal für dich, das Kacktor des Monats. Guck mal, kannst du auch aufklappen. Kannst klasse. Habe ich dir mitgebracht. Bin stolz auf dich. Super. Du kannst doch mal bei mir aufs Klo gehen. Ja, ja, überragend. Hätte ich schon ahnen können, weil du noch nicht geschrieben hast nach dem Training. Scheiße, ey. Ich glaube, ich habe mal aus Scherz Kunti gefragt, ob es dafür wirklich einen Preis gibt. Und als er mir das Bild geschickt hat mit der Klobrille, also diese von einem anderen, habe ich ihn gefragt, ob das ein Scherz sei.
war es leider nicht. Und ja, jetzt habe ich selbst so eine Klobrille. Aber eigentlich stand da eine goldene, deswegen wundert es mich, dass sie weiß ist. Voll aus, so. Ja gut, Lena, die goldene gibt es dann erst für das Kacktor des Jahres. Aber da könntest du ja mit dem Treffer auch ganz weit vorne mit dabei sein. Ja, das ist richtig. Und dann darf auch ausschweifend gejubelt werden. Wenn du da Input brauchst, frag einfach mal unsere Handballfrauen. Dachte ich einfach nur, geil, endlich können wir uns belohnen. Alles ist von einem runtergefallen, die ganze Last, und ja, war einfach schön. Ja, klar, das ist ein Sieg. Also klar freut man sich sehr, aber vor allem auch für die Mannschaft und auch für den Verein, wenn man sieht, was die alles dafür kämpfen möchte und auch langjährig Sachen planen. Und ja, die verdienen das alle auch. Und das kommt dann alles in der Gedanke. Das ist nicht nur ein Spiel, weil wir arbeiten hinter der Kulisse auch sehr stark, um vor langere Zeiten gute Sachen vorzubereiten. Und das geht dann alles durch den Kopf und nicht nur dieser eine Sieg. -32 gegen Leipzig, am Ende knapp, aber der perfekte Start ins neue Jahr für unsere Handballfrauen. So soll das doch laufen. Und am Ende war das insgesamt auch ein sehr wohlschmeckendes Werder-Wochenende. Ja, das ist richtig. Wir Insider hoffen natürlich, dass das auch die nächste Woche so weitergeht. Alle Infos zum Spiel gegen Augsburg hier im Wohn- und Westfalenstadion gibt es dann wie gewohnt am Freitag bei der nächsten Folge Werder TV Inside. Bis dahin, schöne Werder-Woche, reingehauen. Oh, hast du gehört? Hast du gehört?